Sie ist 300 Jahre alt. Doch ihren nächsten Geburtstag wird die Schlosskirche zumindest als evangelisches Gotteshaus nicht mehr miterleben. Ab November wird Cottbus wohl bekannteste Kirche zur Synagoge. Der Gemeindekirchenrat, dessen Eigentum die Schlosskirche ist, hat vor ungefähr 2 Jahren diesen Verkaufsbeschluss getroffen. Zuvor kam es in der Öffentlichkeit ja zu einer Diskussion bzw. zu der Bedarfsmeldung der jüdischen Gemeinde. Wir suchen künftig ein Gotteshaus, also eine Synagoge. Und da hat der Gemeindekirchenrat darüber nachgedacht und auf meine Empfehlung hin sich dann mit der Frage auseinandergesetzt, wie wäre es denn, wenn wir die Schlosskirche der jüdischen Gemeinde zur Verfügung stellen. Am 7. Januar 1714 wurde die Schlosskirche als Gotteshaus der französisch-reformierten Gemeinde eingeweiht. Innerhalb 3 Jahrhunderten hat die Kirche einiges miterlebt. So diente sie, als die Oberkirche durch den Krieg nach 1945 völlig zerstört war, als reines Gebetshaus. Doch seit den letzten Jahren wird sie nicht mehr benötigt. Deshalb entschied sich die evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai dazu, die Schlosskirche an die jüdische Gemeinde zu verkaufen. Damit endet nun eine Ära. Für uns das sehr wichtigste, wie wichtigste Attribut für Kirche, für christlich, für Juden wichtigste Attribut Synagoge. Und dazu noch sagen, vielleicht, dass Synagoge heißt für griechische Wort Versammlung. Ich denke, dass auch für Gottesdienst Versammlung machen und dass alle, wir möchten das in Synagoge. Seit 1998 gibt es hier in Cottbus wieder eine jüdische Gemeinde. Doch für die völlig zerstörte Synagoge durch die Novemberpogrome von 1938 gibt es bis heute keinen Ersatz. Um ihren Religionsglauben auszuüben, weichen die rund 350 halachischen Juden deshalb ins Cottbuser Gemeindezentrum aus. Doch schon ab Herbst verfügen sie wieder über ein eigenes Gotteshaus. Cottbus hat eine neue Stadtverordnetenversammlung gewählt und das mit teilweise überraschendem Ergebnis. Die 2 bisher stärksten Kräfte haben stark verloren. Eine neue sorgt für Aufsehen. Die Cottbuser SPD verliert insgesamt 7,7% ihrer Stimmen. Mit nun 20,9% ist man ab sofort nur noch drittstärkste Kraft im Parlament. Ähnlich erging es der Linken. Sie verliert knapp 6% und liegt nur knapp vor der SPD. Großer Gewinner des gestrigen Wahltages ist die CDU. Mit 27,7% der Stimmen legt sie fast 10% zu. Sie ist der große Gewinner der Kommunalwahl. Die AOB und die Freien Wähler verlieren 2,1%. Auch die FDP verliert weiter an Stimmen und liegt nur noch bei 3,1. Bündnis 90 Die Grünen können mit 6,3% der Stimmen leicht zulegen. Die Frauenliste sowie die NPD haben leicht Stimmen verloren. Neu in der Stadtverordnetenversammlung ist der soziale Umbruch Cottbus, die bei ihrer ersten Wahl gleich 2,2% der Wähler überzeugen konnten. Der zweite große Gewinner der Wahl ist aber die Alternative für Deutschland. Ihr haben auf Anhieb gleich 7,2% der Cottbusser ihre Stimme gegeben. Für die Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung bedeutet das Folgendes. SPD und Linke jeweils 10 Sitze, CDU 13, AOB und die Freien Wähler teilen sich 3 Plätze, die FDP nur noch mit 1 Sitz, Bündnis 90 Die Grünen mit 3, Frauenliste NPD und SUB je 1 Sitz und die AfD ist mit 3 Politikern vertreten. Leider ließ die Wahlbeteiligung in Cottbus weiter zu wünschen übrig. Zwar ist man von der katastrophalen Beteiligung 2003 noch weit entfernt, 39,7% bleiben aber enttäuschend. Runden Geburtstag. Den feiert der Cottbuser Tierpark in diesen Tagen. 60 Jahre. Das sind 6 Jahrzehnte, in denen sich in Brandenburgs größten Tierpark einiges getan hat. Die ersten Jahre waren natürlich davon geprägt, dass sehr einfache Gehege da waren. Es waren das berühmte Wildschwein Macho da, es waren Rehe da, so aus der ganz ersten Zeit. Und dann ist ja so ab 60er Jahre doch ein gewisser Bauboom auch gewesen. Es wurden Gräben angelegt, Gehege gebaut und richtig los ging es dann eigentlich so nach 66, nach dem Dienstantritt von Klaus Jakob. Dann wurden Gebäude gebaut, wie das Raubtierhaus hier hinter uns, es kamen die Elefanten. Und das ging dann eigentlich bis in die 70er Jahre so weiter, wo dann auch
tiergärtnische Raritäten hier in Cottbus nicht nur zu sehen waren, auch gezüchtet wurden. Die 80er waren dann sicherlich etwas schwierige Jahre, Materialknappheit und, und. Nach der Wende stellte sich der Tierpark mit Hilfe des Fördervereins noch einmal neu auf. Viele Projekte konnten jetzt realisiert werden. Zwei der größten Bauvorhaben sind bis heute die Anlage der drei Leoparden und der Neubau des Elefantenhauses von Carla und Sondali. Letztere ist bereits seit 1969 im Cottbuser Tierpark zu Hause. 2002 wurde dann eine neue Ära eingeläutet. Dr. Jens Kämmerling übernimmt die Stelle des Tierparkdirektors. Innerhalb von 12 Jahren hat er viele neue Gehege und Ideen geschaffen. Das sind natürlich als allererstes die Tiere, die Zuchterfolge. Als erstes natürlich die europäischen Erstzuchten von Sattelstörchen, von Sundermarabus. Aber natürlich auch die Gebäude, die wir in den letzten 10 oder 12 Jahren geschaffen haben. Anbau-Raubtierhaus ist noch nicht ganz fertig. Tapirhaus, Elefantenhaus. Es ist doch auch der Haustierbereich fertig geworden, Kuhstall und. Es sind viele kleine und mittlere Sachen. Und die Kombination bauen und dann erfolgreiche Tierhaltung ist eigentlich das, was dann am meisten Spaß macht. Unter Kämmerling entstand auch die neue Anlage der Erdmännchen. Mehr Platz und artgerechter war dabei das Motto. Doch wie es immer so ist, ohne Fördermittel geht nichts. Deswegen ist die Tierparkleitung über jede Spende und Partnerschaft dankbar. Durch große Unterstützung kann auch das gegenwärtige Mammutprojekt umgesetzt werden, das neue Raubtierhaus. Bereits Mitte Oktober letzten Jahres wurde dafür der Grundstein gelegt. Die Arbeiten laufen momentan auf Hochtouren. Bereits in ein paar Monaten wird der erste Bauabschnitt eingeweiht. Abgeschlossen ist hingegen der Kinderbereich. Nachdem der Geflügelstall Ende April eröffnet wurde, ist dieser jetzt komplett. Entstanden ist nicht nur eine neue Anlage, sondern auch ein Lehrgebäude. So kann beispielsweise im Schaubrüter das Brutstadium der zukünftigen Küken beobachtet werden. Zusammen mit dem Kuhstall und der Papageienvoliere ist somit der Zoobesuch für die Kleinen jetzt noch erlebbarer. Doch auch die nächsten Jahre wird es im Tierpark nicht langweilig. So wird es neben etlichen Nachwuchs weitere Bauvorhaben geben. Der Cottbuser Tierpark ist eben nicht umsonst Brandenburgs größte Zooanlage. Alle drei Unternehmen haben auf diesen Tag hingefiebert. Die Kabelnetzbetreiber Funk und Technik, Teleco und Mieto und Bär haben gestern ihr neues Cottbuser Netz vorgestellt. Damit wird für noch mehr Kunden ab sofort Highspeed-Internet möglich. Zusammen mit dem Netz von Anbieter Telecolumbus können nun 35.000 Cottbuser Haushalte bedient werden. Unsere Kunden haben den Vorteil, dass sie jetzt über höhere Bandbreiten verfügen können. Wir bieten ja Fernsehen, Telefon und Internet an. Und im Internet haben wir da jetzt eine neue Technologie eingeführt. Und diese Technologie macht es möglich, höhere Bandbreiten anzubieten. Dadurch können nun Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 128 Megabit pro Sekunde erreicht werden. Damit übertrifft man auch die Breitbandstrategie des Bundes. Diese sieht 50 Megabit pro Sekunde vor. Möglich werden die Geschwindigkeiten durch neue Technologie. Alte Koaxialkabel wurden durch moderne Glasfaserleitungen ersetzt. Es war früher so, mit dem Koaxialkabel konnte man ja auch schon im Internet surfen. Das hatten wir ja in Cottbus schon seit mehr 6 oder 7 Jahren, glaube ich, im Portfolio. Allerdings war dort die Bandbreiten begrenzt bis zu 20 Megabit. Und jetzt mit der neuen Glasfaserinfrastruktur, die wir aufgebaut haben, ist es so, dass wir im Prinzip bis 128 Megabit machen können und perspektivisch auch noch darüber hinaus. Aber jetzt für den momentanen Step lassen wir es dabei. Die neue Technik ist zudem weiter aufrüstbar und soll so auch in den nächsten Jahren noch das Maß der Dinge in Cottbus bleiben. Die Schließung des Spremberger Turms. Für viele war das eine Schocknachricht. Benjamin Andriske, ein Cottbusser, der diese missliche Lage verbessern will. Noch ist der Dicke geschlossen, doch dies soll sich bald ändern. Gemeinsam mit Gilbert Gulben stellt er sich der Aufgabe, das Wahrzeichen zu retten. Wir haben eine Facebook-Seite gegründet, wo wir schon viel positives Feedback bekommen haben. Die ersten Pressemeldungen sind raus und wir haben jetzt mit 5 anderen Leuten, also insgesamt 7 Leuten zusammen, sind wir in den Turmverein eingestiegen und werden mit dem Turmverein zusammen den Turm betreiben zukünftig als Verein und starten gleichzeitig auch Spendenkampagnen, wo Leute Turmpatenschaften übernehmen können oder auch den Turmdienst übernehmen können zukünftig. Also jeder, der ein paar Stunden Zeit hat und sagt, hey, das macht Spaß, ich will ein bisschen was über die Stadt erzählen, kann da mitmachen, kann sich bei uns melden. Danach, so hofft Benjamin Andriske, soll der Dicke wie einst für alle Welt zugänglich sein.
So sah es hier vor kurzem noch aus. Innerhalb von nur wenigen Wochen ist der Konzertsaal des Konservatoriums kaum wieder zu erkennen. An jeder Ecke wird unter Hochdruck gewerkelt. Das ist auch dringend nötig, denn schon in ein paar Monaten soll hier alles komplett modernisiert sein. Man muss sich ranhalten. Das ist ganz schön eng, um das alles so zu schaffen und muss auch immer geguckt werden. Aber im Moment liegen wir sehr, sehr gut im Plan. Zur Wendezeit wurde der Konzertsaal eingeweiht. Ob Proben, Auftritte oder Jugendwein, fast täglich wurde er genutzt. Eine Generalüberholung war da schon längst überfällig. Für rund 1,4 Millionen Euro wird die ehemalige Turnhalle nun modernisiert. Ein Teil davon übernimmt die Stadt aus dem Fördertopf Stadt und Bau und Aufwertung. Überarbeitet wird unter anderem die Fassade, das Dach und das Gestühl. Doch das sind nur Kleinigkeiten im Gegensatz zu dem, was noch ansteht. Na, die großen Herausforderungen sind der Einbau der B- und Entlüftung, um die energetischen Sachen zu erfüllen. Und der behindertengerechte Ausbau des Konzertsaals und brandschutztechnisch. Das sind eigentlich die drei großen Aufhänger, die wir hier haben. Und was dann diese ganze Folge von Arbeiten nach sich zieht. Kleiner Wermutstropfen, durch den Umbau muss das große Frühlingskonzert in Spring am 17. Mai in die Oberkirche ausweichen. Doch schon ab November haben die Solisten und Chöre ihre Spielstätte zurück. Denn dann erstrahlt der Konzertsaal in völlig neuen, aber dennoch alten Glanz. Eine Ära geht zu Ende. Über 40 Jahre lang war Petra Otto die gute Seele der Stadt- und Regionalbibliothek. Nun geht sie in den verdienten Ruhestand. Und das geht in der Regel nicht, ohne dass liebe Menschen und Kollegen Abschied nehmen. Und so musste Petra Otto gefühlt so viele Hände schütteln, wie sie Bücher in den Händen hatte. Seit 1992 war sie die Leiterin des Hauses. Und in dieser Zeit hat sie allerhand erlebt und vor allem mitgestaltet. Und an diese Zeit erinnert sie sich gern zurück. Es gab gute Zeiten und es gab nicht so gute Zeiten. Und als ich hier angefangen habe, darüber will ich gar nicht reden, wie lange das her ist, da war das ein ganz altes Haus gewesen. Mit einer alten Heizung, es war kalt hier drin. Und ja, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, in dieser Bibliothek zu arbeiten. Und im Laufe der Jahre habe ich mich entwickelt, hat sich die Bibliothek entwickelt. Und nach der Wende bin ich hier Direktorin geworden und ja, wir haben gemeinsam um dieses Haus gekämpft und eigentlich habe ich immer gedacht, das schaffst du nie, diese Bude. Dies war ja eigentlich von der alten Bausubstanz her, das so zu schaffen, dass es eine schöne, wunderschöne Bibliothek geworden ist. Und so wie Sie erinnern sich auch die Mitarbeiter an diese nicht immer einfache Zeit. Doch auch die schönste Arbeitszeit hat einmal ein Ende. Und dann gilt es, sich neue Aufgaben zu suchen. Das fiel ihr aber nicht sonderlich schwer. Also ich glaube schon, dass ich viel lesen werde. Ich habe ganz viele Bücher, die habe ich mir gekauft, die habe ich noch nicht gelesen. Ich glaube, das machen viele Leute, die sagen, wenn ich denn mal Zeit habe, dann werde ich das lesen. Aber ich habe auch die E-Books für mich entdeckt. Und da bin ich jetzt schon dabei, immer mal was zu lesen. Das geht recht schnell. Und ich denke, da werde ich dabei bleiben. Einmal lesen, immer lesen. Es sind also keine kleinen Fußstapfen, in die ihre Nachfolgerin tritt. Doch Petra Otto ist ja nicht aus der Welt und wird sicher auch weiterhin das Leben im Haus begleiten. Mit 18 Musikern und Bands in 18 Gaststätten, wie hier in Mosquito, war bei der 18. Altstadtnacht wieder jede Menge los. Ein Highlight, gleich gegenüber von Mosquito schoss das Goethe-Studio Fotos für das Lausitzer Lächeln 2014. Ja, ist eine schöne Sache, ist halt jedes Jahr immer wieder und kann man sich immer die schönen Bilder anschauen. Also ich finde das richtig super. Ich finde das toll, dass die Leute hier auch mal anquatschen auf der Straße und die dazu überreden, hier ein paar Fotos zu machen, damit auch mal ein bisschen Leben in Cottbus reinkommt. Also ganz toll, weil es gibt ja immer was zu lachen im Leben. Und damit man die Freude auch behält, sollte man das ruhig auch immer weitermachen. Und das ließen sich die meisten nicht zweimal sagen. Ob frisch Verliebte oder Freunde. Beim Lausitzer Lächeln kann jeder mitmachen.
Es ist einfach nicht dasselbe. Seit den 70er Jahren steht in der Propsteikirche St. Marien eine elektronische Orgel. Die erfüllt zwar ihren Zweck, klanglich ist sie mit einer echten Pfeifenorgel aber nicht zu vergleichen. Genau das soll sich ändern. Daniel Sobotta ist Organist und Vorsitzender des Orgelvereins St. Marien Cottbus. Seit 2009 sammelt man hierfür ein neues Exemplar. Es ist aber einfach so, dass elektronische Instrumente eben da mal nicht das leisten können, was man eben als Gemeinde erwartet, eben die Kirchenmusik in angemessener Weise eben zu fördern, dass man auch die Gottesdienste begleiten kann, auch mal das ein oder andere Konzert machen kann. Nicht? Und diese, man hat sehr schnell gemerkt, dass eben dieses Defizit hier besteht. Und deswegen haben sich dann 2009 die entsprechenden Akteure unter Anleitung hier von Herrn Propst Besch zusammengefunden, um eben zu beraten, wie könnte man diesen Zustand eben ändern. Nicht? Deswegen wurden in der St. Marienkirche viele Benefizkonzerte gespielt. Dank vieler Spenden und öffentlichen Mitteln ist es 2012 gelungen, eine Jämlich-Orgel aus Dresden nach Cottbus zu holen. Diese einzubauen und zu intonieren wird aber teuer. Alles in allem knapp eine 250.000 Euro. Deswegen hat sich die Ostdeutsche Sparkassenstiftung entschlossen, der Kirche unter die Arme zu greifen. Ralf Braun, Vorstandsmitglied der Sparkasse Spree-Neiße, und Jens Geratz, Direktionsleiter Süd, haben die Bewilligung gestern übergeben. Die Orgel ist ja so die Königin der Instrumente, heißt es. Und wir sind wirklich der Auffassung, dass in diesem schönen Kirchenraum diese wundervolle Orgel wieder zu ihrer vollen Pracht dann erklingen wird, und haben dazu sehr gerne diese Unterstützung zusammen mit der Ostdeutschen Sparkassenstiftung hier heute übergeben. Über die genaue Summe wurde Stillschweigen vereinbart. Es soll sich aber um eine gute fünfstellige Summe handeln. Im Oktober kann der Einbau der neuen Orgel beginnen.